Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Galvatrons. Heute möchte ich euch gerne meine 5 Lieblingsanimes des Monats August-September vorstellen. Das ist eine neue Videoreihe bei mir. Und auch wenn ich mir mehr Animes gekauft habe, stelle ich euch jetzt 5 Animes vor, die ich mir komplett angesehen habe. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich versuche nichts zu spoilern, aber erzähle euch, dass es die auf DVD und Blu-ray gibt, ob es die, ja, welcher Publisher und sowas. Und ja, Eigenwerbung noch. Ich habe gestern ein PS3 Collection Video hochgeladen, Part 24. Wenn es jemanden interessiert, ein Video zurück. Ja, auf Platz 5 habe ich Kill la Kill von Peppermint Anime. Gibt es auf DVD und Blu-ray. Habe ich mir in einer limitierten Edition gekauft. Ich habe auch zu jedem Anime ein Unboxing gemacht. Die Unboxing findet ihr in Ordner Unboxing Anime Volume 2, glaube ich. Auf jeden Fall findet ihr das schnell. Es geht hier um den Anime um Rache. Und zwar hat Ryuko Matoi dieses rote Schwert, wie ihr seht, das ist ein Scherenschwert und der Mörder ihres Vaters hat die andere Hälfte dieses Scherenschwert und den sucht sie. Sie geht dann in ein Dorf, wo alle misstrauisch sind und geht dann auf so eine Universität, wo sie denkt, die Schulleiterin wäre die Mörderin von dem Vater, ist sie aber nicht. Und ja, der Anime, ich fand ihn erst sehr skurril, weil der hatte so fette Schriftzüge immer, der sieht aus wie so ein Anime aus den 90ern, hat total bescheuerten Humor und immer manchmal auch komische Animationen, aber ich finde ihn geil gemacht, also der ist wirklich cool und lustig, hat auch Fanservice und ja, kann ich euch empfehlen, also mir hat Spaß gemacht, den Anime zu gucken, die deutsche Synchro ist auch sehr gut und ja, gibt es auf DVD und Blu-ray, habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall ein Anime, den man empfehlen kann. Lege ich mal hier an die Seite. Dann kommen wir zu einem Anime von Kaze. Und zwar Devil Survivor 2 The Animation, den gibt es auch auf DVD und Blu-ray. Und es geht hier darum, dass Hibiki, das war der junge Mann auf dem Cover vorne, und sein Freund Daichi sich auf eine Internetseite anmelden, die einen zeigt, wie man stirbt und wann man stirbt. Und das glauben die erst nicht und denken, oh, das ist einfach nur so ein Joke-Seite, Spaß-Seite. Und dann passiert das wirklich, was sie da gesehen haben. Die haben dann die Wahl, ob sie leben wollen oder weiter im Jenseits bleiben wollen. Und dann entscheiden sie sich fürs Leben und bekommen einen Dämon an die Seite. Und dann überrennen die bösen Dämonen die Erde. Und die kämpfen dann halt mit ihren Dämonen und haben später auch die Möglichkeit, neue zu kriegen gegen diese Dämonen. Und es kommen noch andere Menschen, die gegen diese Dämonen kämpfen. Und das ist cool gemacht. Das erinnert ein bisschen an Pokémon, aber ich finde es cooler als Pokémon, weil ich auch die Devil Survivor-Reihe auf Videospiele liebe. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Und die Leute sind kurz auch wieder gut. Dann kommen wir zu Berserk, das goldene Zeitalter Volume 3, beziehungsweise Zeitalter 3. Habe ich mir in der limitierten Collector Edition geholt, aber wie gesagt, ihr seht alle Unboxings bei mir im Ordner Anime oder auf der Startseite, dritte Reihe müsste es sein. Ja, in den Anime geht es halt von der Fortsetzung weiter zu Volume 1 und 2. Ich finde Volume 1 und 2 ein bisschen besser, aber Volume 3 ist nicht schlecht. Coole Animation, coole Synchro ist auch wieder gut und ist ein Fantasy Anime, der brutal ist, also sehr brutal, aber was mich ein bisschen gestört hat, ich habe hier gesehen, dass Gas so verarscht wurde. Das ist der Hauptdarsteller, den ihr hier seht. Und jetzt weiß ich auch, warum er eine Narbe am Auge hat und so einen Metallarm. Also ist auf jeden Fall ein geiler Fantasy-Anime, den ich euch empfehlen kann. Gibt es auch auf DVD und Blu-ray und ist von Universum Anime. Hatte ich fast vergessen. Und ja, da war ich doch ein bisschen geschockt, aber ich finde ihn trotzdem cool gemacht und kann ich jeden Fantasy-Anime und Berserk-Fan nur empfehlen. Ist ein cooler Anime. Auf Platz 2 haben wir Sword Art Online Extra Edition. Das ist ja der Spezialfilm gewesen, der auch in einige Kinos gelaufen ist. Von Peppermint Anime. Gibt es auch auf DVD und Blu-ray. Und ja, ich liebe Sword Art Online. Ich mag auch die deutsche Synchro. Ich weiß, viele mögen die Asuna-Stimme nicht. Also mich stört sie nicht, muss ich euch sagen. Und ja, ist ein guter Anime, hat ein paar neue Zusätze, ist ja eigentlich die Serie, aber hat ein paar neue Zusätze und kann ich euch empfehlen. Und mir hat es gefallen. Ich weiß, dass ein paar von euch die Staffel bzw. die Serie ab der Elfenwelt nicht mehr mögen. Ich sag mal so, die erste Hälfte der Serie fand ich genial und die zweite Hälfte der Welt mit den Elfen fand ich noch gut. Ich fand die jetzt nicht so schlecht. Ja, kann ich euch auch noch empfehlen. Ich mag Sword Art Online und darum bei mir auf Platz 2. Lege ich mal hier ein bisschen runter, komm. So, dann machen wir so, sagen wir alles drauf. Auf Platz 1 von Universum Anime, ein Brief an Momo, gibt es auch auf DVD und Blu-ray, konntet ihr ja bei mir gewinnen. Und ja, ist ein ruhiger Anime für die ganze Familie, es geht halt um das Mädchen und ihre drei Geister hier.
Und hat mir auch sehr gut gefallen. Erreicht zwar nicht die Klasse eines Mein Nachbar Totoro, aber ist trotzdem ein sehr guter und schöner Anime, der mir gut gefallen hat. Und darum ist er bei mir auf Platz 1. Ich werde nochmal, ich weiß nicht, ob ich es eben schon mal gesagt habe, heute bin ich echt ein bisschen verpeilt. Ich werde alle Animes, je DVD und Blu-ray nochmal unten verlinken in der Beschreibung. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch ja dann den Anime kaufen. Trailer müsst ihr euch selber bei YouTube suchen, aber von jedem Anime sollte es einen deutschen Trailer geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja sagen, wie ihr das findet. Ich werde diese Videoreihe aber nicht jeden Monat machen, vielleicht alle 2 Monate. Und alle Animes, die ihr hier seht, haben mir sehr gut gefallen. Und ich fand auch, alle hatten eine gute deutsche Synchro. Bei Sword Art Online ist das halt eine Geschmackssache mit Asuna, aber ansonsten, mir haben sie gefallen, alle. Und ja, kann ich euch empfehlen. Und ja. Das war's. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und danke, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt für mein Video. Ich sage auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.